Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 11. April 2019, Denderas Blick in die Akasha Chronik. Heute können wir mit Neuigkeiten rechnen. Eine angenehme Überraschung nähert sich. Wir haben gute Kontakte zum Ausland oder wir führen gute Gespräche über eine Reise. Wenn wir schon bei Gesprächen sind, in der nächsten Zeit wird es fließender verlaufen und wird es auch gefühlsvoller sein. Wir haben gerade eine gute Zeit, etwas verbessern oder verändern. Die Männer zeigen mehr Gefühl, einige verlieben sich auch zur Zeit. Etwas sollen wir zum krönenden Abschluss bringen, was aber unangenehm sein kann, wenn wir noch etwas überprüfen sollen oder genau hinschauen. Und diese Wahrheit tut weh. Oder kann das auch bedeuten, dass eine Nachricht kommt von Ämtern und das muss betrachtet werden, genau hinschauen, nochmal überprüfen. Das ist ein bisschen anstrengend. Und das war denn der Blick in die Akasha-Chronik. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Herzöffnung und Herzheilung. Diese Aufnahme werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nur für diejenigen zugänglich, die wirklich wahre Interesse haben, darüber etwas erfahren. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Dieses Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Ich habe gesagt, diese Aufnahme ist kostenlos. Thema ist Herzheilung und Herzöffnung. Bei Herzheilung geht es nicht um die gesundheitliche Zustand, sondern wenn etwas weh tut, was könnt ihr machen, dass euch besser geht? Und bei Herzöffnung, was könnt ihr tun, dass ihr offener seid für die liebe Partnerschaft, aber nicht nur ihr selbst, sondern was könnt ihr bewegen, dass euren Partner, Wunschpartner oder Partnerin bereit ist, über Gefühlen zu sprechen, aber nicht nur sprechen, sondern das auch zeigen und auch annehmen. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.